Ja, was liebe ich an meinem Beruf? Das ist ja ein starkes Wort. Mein Job besteht nicht nur aus der Beratung von Unternehmen, sondern es ist viel mehr. Wir decken alle Bereiche des Lebenszyklus einer Immobilie ab. Auf der einen Seite dem Aufbau von etwas Neuem, dann gleichzeitig in der Aufrechterhaltung von etwas Bestehendem, Immobilienbestand zu modernisieren zum Beispiel. Und dann im letzten Schritt vom Immobilienzyklus jemanden dazu zu begleiten, seine Immobilien zu verkaufen. Neben vielen Projekten für die Privatwirtschaft machen wir auch einiges für die öffentliche Hand. Es können auch Infrastrukturprojekte sein, zum Beispiel Stadien, Bahnhöfe, Flughäfen, an denen man mitgewirkt hat, wo man sich selber auch häufig auffällt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren an der Umstrukturierung von King's Cross in London mitgebaut. Und das bereitet natürlich viel Freude, wenn man sagen kann, hier war ich mit dabei. Die größten Herausforderungen sind Digitalisierungsthemen und natürlich Umstrukturierung. Das geänderte Zinsumfeld, Nachhaltigkeitsaspekte werden immer wichtiger. Und deswegen haben sich auch unsere Beratungsbereiche da in den letzten Monaten sehr verändert. Wir sind sehr stark im Nachhaltigkeitskontext aktiv, weil Immobilien eben so einen relevanten Part in dieser ganzen Dekarbonisierung und Anpassung an den Klimawandel spielen. Wir verfügen über ein breites Spektrum an Immobilien-Know-how. Wir haben Ingenieure, Architekten, aber eben auch Wirtschaftswissenschaftler in unseren Reihen und finden immer eine passgenaue Lösung für unsere Kunden.